Heyo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Ja, mein Gate, der Schatz. Enhanced Edition. Und das wollte ich nicht. Aber Ich natürlich, wollte Schätzchen. weiter auf nach Fallen suchen. Trainingspunkte und sehr viele Fallen. Au, oh, das war etwas laut. Ja, und das kann nicht so geöffnet werden. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. So, lesen wir doch mal hier. Zu jung zum Sterben, doch nicht zum. Zu jung zum Kämpfen, doch nicht zum Sterben. Gab es kein Entrinnen für ihn. Führen wollen meinen Erben. Trainingspuppe hat nichts zu sagen. Die Trainingspuppe hat auch nichts zu sagen und die Trainingspuppe hat auch nichts zu sagen. Was habt ihr denn so dabei? Jede Menge Munition, mal wieder. Oh, Zauber. Und zu guter Letzt Tränke. Okay, wir haben sehr viele Tränke. Zu dir. Den Zauber lernen. Meisterstärke. Der Anwender greift auf die Macht seines Gottes zu, einem Wesen seiner Wahl davon profitieren zu lassen. Das Wesen erhält einen Bonus von -1 auf den ETW für je 3 Stufen des Anwenders. So wird ein Priester der 9. Stufe dem Wesen beispielsweise einen Bonus von -3 auf den ETW geben. Die Stärke des Wesens wird auf 18 gesetzt und erhält natürlich die entsprechenden Boni auf Treffer- und Schadenswürfe. Liegt die Stärke des Wesens über 18, wird sie durch den Zauber auf 18 reduziert. Der Nachteil bei der Anwendung des Zaubers besteht darin, dass sich der Anwender darauf konzentrieren muss, die Verbindung zwischen dem gestärkten Wesen und seinem Gott aufrechtzuerhalten. Deswegen kann er während der Wirkungsdauer keine anderen Zauber anwenden. Die Auswirkungen halten an, bis die Wirkungsdauer endet oder der Zauber gebannt wird. Also so halb produktiv. Tag der Meisterdiebeskunst und ein paar Pfeile. Ah, die Bolze +1 kann ich mal wegpacken. Ja, bei ihr ist es recht voll mittlerweile. Auch was andere Pfeile angeht. Sind auf 3 Feuerpfeile. Warte, Feuerpfeile +2. Auch gut, Feuerpfeile sind +2. Säurepfeile sind nix. Naja, gut, eure Pfeile sind +1. Worum geht, wie ihr wünscht? Also gut, hier drin gibt es gerade nichts für uns. Ja? Das heißt, wir machen mal einen Quick Save. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Haben wohl keine Wahl, als die andere Seite zu öffnen. Alles.
Ihr werdet vom Grauen gepackt, dass sich der Raum mit dem Geräusch verschiebender Steine füllt. Irgendwo ganz in der Nähe hat sich eine Tür fest geschlossen. In den Räumen ist das widerhandige Geräusch aufeinander mahnender Steine zu hören. Ganz in der Nähe hat sich eine Tür geöffnet. Ja. Wenn das euer Wunsch ist. Das ist jetzt wie kann ich das Gemach der Frau, soweit ich weiß. Ja, mein Vibe. Ich fühle, wenn das euer Wunsch ist. Dann wir erstmal noch hier stehen. Hier scheint aber nichts zu sein. Hier, wo's Gold wächst, gefällt's mir. Wieder jede Menge Zeug. Schlüsselstein. Noch ein Schlüsselstein. Noch ein Schlüsselstein. Worum geht, wie ihr wünscht. Ja. Islane-Schlüsselstein. Das Clan-Symbol von Dulak Trolltüte ist in diesen filigranen Schlüsselstein geschnitten. Die tiefen Kerben erglühen in einem sanften roten Licht, das aus dem Inneren des Steins zu dringen scheint. Mhm. Dulak Trolltüte. Islane, dein Haar ist offen, meine Liebe. Ist meine Heimat sehr ähnlich. Aber in dieser Heimat bin ich nicht willkommen. Dulak Trolltöter, die Fackeln gehen aus und die Dunkelheit bricht herein. Es ist Zeit zu schlafen, mein Herz. Was steht hier? Abscheuliches Scheibenblick. Islane, meine Geliebte, meine Liebling, meine Liebste, mein Zzz. Im Kaktus Fulka. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kegane ist verlangsamt? Ah. Sollte er jetzt nicht mehr sein. Töten wir jetzt mal den höheren Doppelgänger hier. Nehmen den Stein an uns. Ja, mein Schatz. Geben Safana ihr Level ab. Fünf Punkte hier rein, 15 Punkte hier rein. Illusionen entdecken ist ja eigentlich ganz gut. Dann nochmal 5 Punkte hier rein. Fertig. So. Safanas letztes Level ab. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu... Worum geht es dies? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum... Worum geht es diesmal? Ja. So, und hier ist einfach ein bisschen eng. Hm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? So, wir haben wirklich nicht viel Platz gerade. Und das bei keinem. Probe des Abenteurers, die sollte Gain nicht überlasten. So, Gain hat schon ein paar Wurfpfeile. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kugeln. Betäubungspfeile.
Flugbrechen ist manchmal praktisch. Ja, wir haben viel zu viele Pfeile. Deswegen werde ich mal die kleinen... Wobei, wir werden wahrscheinlich noch mehr Pfeile finden. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Okay. Nächster Schlüsselstein. Für den Boy-Schlüsselstein. Das Clan-Symbol von Dulak Treutöter ist auf der Oberfläche des offenbar nicht fertiggestellten Schlüsselsteins kaum zu erkennen. Ein schwaches, orangefarbenes Licht scheint aus dem Inneren des Steins zu dringen. Mhm. Kehl-Schlüsselstein. Das Clan-Symbol von Dulak Treutöter, ja. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, das hier geht immer noch nicht auf. Das geht auch nicht auf. Vielleicht haben uns jetzt die Statuen was zu sagen, jetzt wo wir Schlüsselsteine haben. Ja? Wie ihr wünscht. Opa hat nichts zu sagen. Nichts zu sagen, hat nichts zu sagen. Na, hab keine Ordnung. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Oder kann ich jetzt die Tür öffnen? Warum denn ich? Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Nö. Ich brauche. Warum denn ich? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah. Tagebuch steht, glaube ich, auch nichts Nützliches dazu. Nö. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ging das auf dieser Ebene nochmal? Ja, das war der Clanprinz. Das lässt sich ja nicht öffnen. Also ich muss die Schlüsselsteine hier reinlegen. Was ist das? Hat sie jetzt was zu sagen, die Puppe? Nein. Nein.
das Buch gibt auch keine Aufschlüsse. Warum denn ich? Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, den Doppelgänger, der Islaine getötet hat, den haben wir jetzt erledigt. Wir haben alle Schlüsselsteine mitgehen lassen. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Für euch tue ich aber natürlich, Schätzchen.